Vorbild gesucht? Nimm ein lebendiges. Faszinierende Persönlichkeiten der Geschichte. Welche Namen fallen dir ein? Der Apostel Paulus vielleicht, der während seiner Missionsreisen das Christentum bis nach Europa brachte? Die mutigen Waldenser, die Bibel so schätzten? Denkst du an den unbeugsamen Reformator Martin Luther, seine engagierte Frau Katharina von Bora, an die Vertreter des Pietismus wie Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, den Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinde oder August Hermann Franke, den Begründer der Frankischen Stiftung in Halle? Auch Freiherr von Kanstein könnte dir einfallen. Auf ihn geht die erste Bibelanstalt der Welt in Halle zurück. Menschen, die Besonderes leisteten oder mit ihrem Einfluss zum Guten vieler anderer wirkten, die also Geschichte schrieben, könnten zu Vorbildern werden. Sich ein Vorbild zu suchen oder einem Idol nachzueifern, ist nicht aus der Mode gekommen. Weit über die Hälfte der Jugendlichen schwärmt für einen anderen Menschen oder eine ganze Gruppe. Der Anteil der Jungen stieg 2020 auf 62%, die der Mädchen sogar auf 64%. Dabei greifen die jungen Menschen weniger auf Persönlichkeiten der Geschichte zurück. Knapp die Hälfte der 6- bis 13-jährigen Mädchen wählte sich Idole aus Film und Fernsehen, während die gleichaltrigen Jungen in fast ähnlich hohem Anteil ihre Vorbilder aus dem Umfeld des Sports gewannen. Auf Platz 2 kamen bei den Mädchen die musikalischen Vorbilder und für die Jungs die Helden aus den Medien. Vorbilder können etwas Gutes sein. Sie bieten Orientierung und Halt. Diese Idole können bewusst oder unbewusst Wege aufzeigen, denen nachgeeifert werden könnte, und setzen Ziele, mit denen sich andere identifizieren wollen. Die Rolle von Vorbildern in der sozial-kognitiven Entwicklung untersuchten Moritz Daum und Anja Gampe. Lange wurde angenommen, dass Kinder sich alles zum Vorbild nehmen, was ihnen begegnet. Die aktuelle Forschung zeigt aber das genaue Gegenteil. Kinder entpuppen sich bereits ab Beginn ihres zweiten Lebensjahres als erstaunlich selektiv in Bezug auf die Wahl ihrer Vorbilder und evaluieren deren Verhalten erstaunlich differenziert. So lesen wir das auf einer Internetseite. Im Jahre 2009 wurde eine Studie veröffentlicht, die der Frage nachging, welche Personen können Ihrer Meinung nach der Jugend aufgrund ihrer Eigenschaften, Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale als Vorbild dienen? Die Antwortgeber waren zwischen 14 und 29 Jahre alt. Mutter Teresa wurde an erster Stelle genannt. Ein Viertel der Stimmen entfiel auf sie, gefolgt von Martin Luther King mit 20% und Mahatma Gandhi mit 15%. Fast genauso viele Punkte erreichten Anne Frank, John F. Kennedy und Che Guevara. Martin Luther schaffte es nur auf Platz 9 mit 9%, nach Albert Schweitzer, der einen Prozentpunkt mehr errang. Nur Graf von Stauffenberg wurde noch nach Luther genannt und bildet das Schlusslicht dieser Top 10. Wer von diesen Genannten sollte nun wirklich als Vorbild gewählt werden? Für die Frage nach einem geeigneten Vorbild bietet sich eine Untersuchung an, die 2013 veröffentlicht wurde. Die 10 wichtigsten Personen aller Zeiten wurden gesucht. Auf welt.de ist zu lesen. Zwei amerikanische Informatiker haben Wikipedia-Zugriffe und Google-Rankings untersucht und damit die Top 10 der Weltgeschichte ermittelt, mit großen Überraschungen auf den Plätzen. Der Internetbeitrag beeindruckt mit vielen bekannten Namen aus der Weltgeschichte. Konkret heißt es, unter den Top 10 befinden sich 6 Politiker, 2 Autoren, 2 Religionsstifter, 3 Amerikaner, 5 Europäer, 2 Asiaten,
keine Frauen, keine bildenden oder darstellende Künstler oder lebende Personen. In dieser Aufzählung steckt ein Fehler von großer Tragweite. Aber vielleicht möchtest du erst einmal wissen, wer diese Top 10 anführt. Nicht Thomas Jefferson, Platz 10. Auch nicht George Washington, Platz 6. Nicht William Shakespeare, immerhin Platz 3. Oder Alexander der Große, Platz 9. Nein, weder Aristoteles, Platz 8. Und nicht einmal Napoleon, der aber immerhin Platz 2 erreichte. Die Top 10 der wichtigsten Personen aller Zeiten wird angeführt von Jesus Christus. Die Forscher erklärten, dass sie bei Jesus die Algorithmen noch in vielen Jahren auf seiner Seite sehen. Christen freuen sich. Atheisten wundern sich. Andersgläubige ärgern sich. Skeptiker vermuten einen Irrtum. All diese Reaktionen auf diese Studie sind denkbar. Wie reagierst du? Hast du den Fehler in der Formulierung über diese Top 10 entdeckt? Dort heißt es, unter den Top 10 befinden sich keine bildenden oder darstellenden Künstler oder lebende Personen. Doch als bedeutendste Person wird Jesus genannt und Jesus lebt. Jesus, Gottes Sohn, kam auf diese Erde, um uns die Liebe Gottes zu zeigen und stellvertretend für unsere Schuld den Tod am Kreuz zu ertragen. Er litt für uns. Er starb für uns. Doch Jesus ruht nicht mehr im Grab. Er ist auferstanden. Das ist der zentrale Glaube der Christen, bezeugt von über 500 Personen, die den Auferstandenen sahen. So sagt es die Bibel. Der Apostel Paulus schreibt: Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ohne Inhalt. 1. Korinther 15, Vers 14, Neue Evangelistische Übersetzung. Jesus selbst sagt von sich: Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Johannes 14, 1-3. Was zeichnet Jesus aus, dass ihn in jedem Fall, in jeder Situation, für alle Menschen und Zeitalter zum uneingeschränkt besten Vorbild macht? Er führte ein Leben ohne Sünde auf dieser Erde. So formuliert es der Hebräerbrief in Kapitel 4, Vers 15. Das ganze Leben Jesu überliefert in den Evangelien bestätigt diese Aussage. Lasst uns die beiden Studien, die hier genannt wurden, miteinander verbinden. Die Jugendlichen hatten mehrheitlich Interesse an heute lebenden Vorbildern. Die wichtigste Person aller Zeiten ist der früher, heute und ewig lebende Jesus Christus. Du kannst kein besseres Vorbild finden als den Sohn Gottes. Er sagt zu dir: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Johannes 8, Vers 12. Suchst du ein Vorbild, dem du folgen möchtest? Auf dem Weg eines sinnvollen, erfüllten und glücklichen Lebens, der bis in die Ewigkeit führt?
dann wähle Jesus Christus.